Mein Name ist Annette Keiler. Ich bin hier bei der GEWOMAG die Ausbildungsleiterin für verschiedene Berufe, unter anderem den Immobilienkaufmann und die Immobilienkauffrau. Und ich habe selber auch mal diesen Beruf gelernt. Bei der GEWOMAG arbeiten zurzeit gut 600 Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen und Berufen. Auszubildende haben wir 29, auch in verschiedenen Berufen, nicht nur im Immobilienkaufmann. Das ist aber der am meisten ausgebildete Beruf bei uns. Die Ausbildung geht durch sehr viele verschiedene Abteilungen, weil wir ein großes Unternehmen sind. Jeder Auszubildende erhält einen Ausbildungsplan. Es sind auch die Tochtergesellschaften, zum Beispiel die Wohnungseigentumsverwaltung im Laufe der Ausbildung, die durchlaufen werden. Auf der anderen Seite wollen wir unseren Auszubildenden sehr früh schon Projekte geben, die sie selbstständig bearbeiten können. Und schon ab dem ersten Lehrjahr übernehmen die Auszubildenden bei uns Verantwortung. Zum Beispiel vertreten sie auch das Unternehmen auf Messen für Schüler, wie die Vocatium im letzten Jahr. Das waren schon die Auszubildenden, die gerade erst 2 Monate bei uns im Unternehmen waren. Ja, auch für den Immobilienkaufmann, die Immobilienkauffrau braucht man die klassischen Kompetenzen. Man muss gut rechnen können, um zum Beispiel den Mietern auch eine Betriebskostenabrechnung schicken zu können, die stimmt. Man muss schreiben können, denn auch wir schreiben den Mietern Briefe und teilen ihnen so Sachen mit. Uns ist aber auch ganz wichtig, dass die Auszubildenden viel Engagement mitbringen, dass sie neugierig sind, dass sie gut mit Menschen umgehen können. Gerne telefonieren, auch das gehört zur Arbeit des Immobilienkaufmanns, der Immobilienkauffrau. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass er nie langweilig wird. Es kommen immer wieder neue Azubis. Kein Azubi ist wie der andere und es macht mir sehr viel Spaß, auch von ihnen zu lernen und sie kennenzulernen und vor allen Dingen dann erfolgreich zum Ende der Ausbildung durch die Prüfung zu bekommen.